Heute geht es um die Fuji X100V mit dem Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Bill, ich bin Foto- und Videograf aus Oberhausen im Taunus und heute geht es um die Fujifilm X-T5 mit dem 1680mm Objektiv. Meine Meinung, meine Erfahrung nach einer Woche intensiven Nutzen in diesem Video. Viel Spaß dabei. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um die X-T5, wie du ja im Vorspann schon gesehen hast. Und ich bin total begeistert von dieser Kamera. Das wird jetzt kein überschwängliches Lob auf diese Kamera werden. Ich möchte dir einfach in diesem Video erzählen, warum ich sie mir gekauft habe, warum ich meine X100V für diese Kamera hergegeben habe und was ich mir von dieser Kamera verspreche, was ich mir erhoffe, was ich schon getestet habe und ein kleines Fazit, was ich von dieser Kamera halte. So viel vorneweg. Ich finde sie eine super Kamera und deswegen hat sie ja auch leider meine X100V ersetzt. Es liegt einfach daran, weil die X100V und die X-T5 parallel zu haben, das bedeuten würde, dass ich eher die X-T5 mitnehme als die X100V. Liegt einfach in der Sache, weil ich quasi früher schon mal, als ich schon die X100V hatte und ein anderes Kamerasystem hatte, das Panasonic G91 System zum Beispiel, das ist ein MFT-System, ungefähr mit derselben Brennweiten-Äquivalent. Damals 12 bis 60 mm sind auch 24-120, entspricht quasi genau dieser Brennweite von dieser Kombination hier, halt nur MFT. Und da stand ich auch immer zwischen der Wahl, was für eine Kamera nehme ich mit. X100V, um meine typischen Reportagebilder zu machen, um ein bisschen kreativ zu spielen und mit den verschiedenen Einstellungen der Kamera zu spielen. Oder halt dann doch eher die technisch kühlere Panasonic G91 als MFT-Kamera. Nicht ganz so lichtstark, dadurch MFT, aber noch ausreichend gut. Gerade so, wenn man im Urlaub unterwegs ist, meistens so im Sommerurlaub, war die Kamera immer gut. Und da fiel leider immer die Entscheidung auf die G91 und nicht auf die X100V. Und ich habe die X100V manchmal auch parallel dabei gehabt, habe dann aber eher mit der G91 oder mit meiner S5 damals Bilder gemacht. Mir fällt auch gerade auf, Canon R5, Panasonic S5, Fuji X-T5 und X100V, was ja auch 5 bedeutet, das V. Ich kaufe irgendwie die 5er Generation und ich bin irgendwie von der 5er Generation der Kameras scheinbar begeistert. Ja, also nichtsdestotrotz, meine große Liebe, Fuji X100V habe ich verkauft, einfach weil ich auch, wenn ich damals mit anderen Kameras parallel unterwegs war, meistens dann immer die genommen habe, weil ich einfach flexibler bin mit der Brennweite. Das ist einfach so meine Fotografie, wenn ich in der Freizeit unterwegs bin. Ich brauche eine Universalbrennweite im Sinn von einem Universal-Teleobjektiv-Zoom-Objektiv, nennt es wie ihr wollt. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Und das hat sich jetzt auch wieder am Wochenende hatte ich die X100V und die X-T5 dabei, als wir zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt waren. Im Moment ist ja die Zeit, Weihnachtsmarkt, das ist ein sehr guter Low-Light-Vergleich der Kameras. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache ein Bild mit der X100V, mache ein Bild mit der X-T5 und überlege, ob ich dieses Bild, was ich mit der X-T5 gemacht habe, nicht mit der X100V auch machen könnte, wenn ich einfach näher rangehe oder wenn ich das Framing anders da wähle oder einfach mich ein bisschen mehr mit der Fotografie per se auseinandersetze, irgendwie was, keine Ahnung, in Vordergrund nehme, um ein Framing zu erzeugen oder. Und ich habe mir dann gesagt, und ich habe es dann während dem Fotografieren gemerkt, dass ich hatte meine X100V umhängen und habe die Bauchtasche gehabt mit, die Hüfttasche mit der X-T5 gehabt und ich habe immer in die Hüfttasche gegriffen, obwohl die Kamera, die X100V, viel näher gewesen wäre, weil sie mir quasi schon um den Hals hing. Und ich habe immer in die Hüfttasche gegriffen, ich habe immer eigentlich die Fuji rausgezogen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich stelle hier auf 23, dann habe ich ungefähr 35mm, dann kann ich mit der Brennweite fotografieren. Gut, ich habe nur Blende 4 anstelle Blende 2 von der X100V. Und wenn mir das halt nicht reicht, dann überlege ich, ob vielleicht mit 50, ob ich da eine bessere Komprimierung vom Hintergrund hinkriege oder sogar mit 80mm, also umgerechnet 120, ob ich da halt ganz andere Bildwirkungen erzielen kann. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem Zoom-Objektiv und einer Festbrennweite. Festbrennweite habt ihr einen Bildwinkel, also
eine Kompression von Vordergrund zu Hintergrund und Seiten. Und mit so einem Zoom-Objektiv habt ihr verschiedene Kompressionen von verschiedenen Brennweiten in einer. Das ist natürlich ein Kompromiss, klar, so scharf wie eine Festbrennweite und so lichtstark wie eine Festbrennweite wird so ein Zoom-Objektiv nie sein. Aber ihr habt die Möglichkeit, ohne zu wechseln, verschiedene Brennweiten einzustellen. Und das ist, sage ich jetzt auch aus Erfahrung vom letzten Wochenende, wobei, das wusste ich schon vorher, Brennweiten wechseln ist nicht immer so einfach. Und Brennweiten wechseln ist auch nicht immer machbar. Zum Beispiel, wenn ihr im Urlaub seid, es ist sehr trocken, es ist sehr staubig, es ist, ihr seid am Strand, ihr seid, keine Ahnung, in der Wüste, ihr seid im Dschungel, wo es sehr feucht ist, ihr seid im Regen unterwegs, dann ist Objektivwechseln nie eine gute Idee, weil da kann eure Kamera noch so abgedichtet sein, wie ihr wollt. Ihr werdet immer Dreck quasi dann mit reinbekommen, sobald ihr das Objektiv abmacht. Kommt Dreck auf den Sensor, kommt Dreck ins Objektiv rein. Das ist, wenn es gut ist, nur Feuchtigkeit. Die Kamera kann mit ein bisschen Feuchtigkeit, kann die mit Sicherheit umgehen. Also ich sage jetzt mal, wenn es ein bisschen feuchter, Gottes Willen, wenn ihr im Nebel unterwegs seid oder sowas, könnt ihr das wahrscheinlich mal schnell machen. Wichtig ist nur dann hinterher die Kamera quasi Objektiv abzunehmen, wenn ihr wieder reinkommt, Objektiv abnehmen und wirklich trocknen lassen. Und bevor ihr es wieder zusammenbaut und bevor ihr die Kamera vor allem auch längere Zeit dann nicht benutzt, weil sonst könnt ihr ganz schnell Schimmel quasi ins Objektiv reinkriegen. Sand ist quasi der Tod der Kamera. Also wenn ihr Sand hier reinkriegt, gerade mit dem beweglich gelagerten Sensor für die Bildstabilisierung oder mit dem Objektiv, wenn da Sand reinkommt, ich habe mir schon eine Kamera geschrottet. Ist keine gute Idee. Also einfach nicht machen. Wenn es die Situation nicht ergibt, dass ihr ein Objektiv gefahrenfrei wechseln könnt, dann wechselt es nicht. Und dann ist so eine Universalbrennweite gut. Was natürlich nicht so gut ist, ist natürlich nur die Blende 4. Klar, nicht sehr lichtstark. Mit der ISO, die ihr hier einstellen könnt. Und die Kamera kann extrem gute Bilder mit extrem hoher ISO machen. Mehr dazu werdet ihr in einem späteren Video von mir nochmal erfahren zu dieser Kamera. Da werde ich nochmal auf das Thema ISO und Lichtempfindlichkeit und so eingehen. Und auch die Qualität vom Objektiv werde ich nochmal in einem extra Video nochmal beleuchten. Also das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mir mal ein Abo dazulassen, dass ihr einfach auch über diese Videos informiert werdet, wenn sie dann online gehen. Im Moment bin ich ehrlich gesagt noch nicht dazu gekommen und ich möchte die Kamera gerne auch noch ein bisschen mehr testen, bevor ich euch dann die Daten hier präsentiere. Wichtig für mich ist, dass die Kamera kompakt ist, schnell einsatzbereit ist und dass sie zum Beispiel auch in meine Hüfttasche perfekt reinpasst mit angesetzter Gegenlichtblende. Ich weiß, ist von mir immer ein Luxusproblem, dass ich sage, eine Kamera ist kompakt, wenn sie hier reinpasst. Ich habe auch eine Colt-Tasche zum Beispiel für meine Canon R5 mit dem 2405er, weil die hier einfach nicht reinpasst mit der Gegenlichtblende. Aber eine Colt-Tasche ist nicht so schnell und nicht so gut zu bedienen wie diese Tasche. Also es ist wirklich, wenn es die einen Ticken größer gäbe, ich würde sie mir sofort kaufen. Also liebe Firma Cozy Speed, baut genau die Streetomatic Plus mit dieser Lederoptik. Gefällt mir sehr gut. In ein ganz kleines bisschen größer, 2 cm, mehr brauche ich nicht. 2 cm größer, ich habe nur vernünftige Hüfte, da passt sie dann ganz gut dran. Kommen wir weiter, Brennweiten. Ich habe jetzt nur dieses eine Objektiv für die XT5. Ich werde natürlich mir für dieses Kamerasystem noch weitere Objektive irgendwann mal zulegen. Mein erstes Objektiv wird sein irgendwas in die Richtung 50 mm. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich ein äquivalentes 50 mm nehme oder ein wirkliches 50 mm. Also immer umgerechnet aufs Kleinbild. Hier zum Beispiel ein 50 mm analoges Objektiv, wo ich mir einen Adapter schon gekauft habe, dass ich das auf meiner XT5 benutzen kann. Ich habe mir diese Adapter für diese beiden Objektive, die ich hier habe, ist einmal ein Nikon 105 mm 1.5 und einmal ein Jessica 50 mm 1.7. Diese Objektive habe ich quasi, da habe ich von der Firma, werde ich nicht gesponsert, keine Sorge, habe mir selbst gekauft, Earth, also URTH geschrieben, habe ich mir diverse Adapter für diverse Kamerasysteme gekauft. Ich glaube, jedes Kamerasystem, was ich bisher habe ich mir diesen Adapter gekauft, um diese beiden Objektive auf dem Kamerasystem nutzen zu können. Und ich muss einfach sagen, die Fuji XT5 ist jetzt die erste Retro-Kamera, auf der ich das drauf habe. Ich hatte das vorher auf der Sony Alpha drauf, 6300. Ich hatte es auf der G91 drauf. Ich hatte es auf der Lumix S5 drauf. Ich hatte es auf meiner R-Kamera drauf, also auf meinen R-Kamera.
Kameras von Canon. Und ich finde, die Fuji X-T5 ist die erste Kamera, die wirklich schön damit aussieht. Ja. Einfach weil sie so einen Retro-Touch hat. Und das ist mir auch sehr wichtig bei dieser Kamera. Deswegen habe ich mir auch nicht die XH2S gekauft oder XH2 gekauft, sondern ich habe mir die XT5 gekauft, einfach weil ich dieses Retro-Finish so schön finde und weil das einfach für mich eine andere Art zu fotografieren ist, auch mit diesen Einstellrädern hier oben. Komme ich nachher nochmal kurz drauf. Und ich finde so diese Kombination, Focus-Bracketing aktivieren, kann man wunderbar schnell Fotos machen und gerade so für Street-Fotos ist gerade diese, es gibt ja Leute, die sagen, man kann Street-Fotos eigentlich nur mit einem manuellen Objektiv machen. Kann man machen, weil ich einfach von oben aufs Objektiv drauf gucken muss und sehe meinen Schärfebereich, den ich habe und ihn dann ganz schnell einstellen kann. Ist extrem angenehm, ohne durchgucken zu müssen und aus der Hüfte schießen zu können. Aber sind wir ehrlich, ich klappe einfach das Display hoch und dann kann ich aufs Display drauf gucken und kann die Einstellungen mit dem Fokus, mit der Fokuskontrolle einfach auch machen. Ne? Also analoge Objektive adaptieren, gar kein Problem, und analoge Objektive hier scharf zu stellen, auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, beide Adapter habe ich für diese beiden Objektive. Komme ich vielleicht auch nochmal in einem extra Video. Ich will heute wirklich nur kurz zusammenfassen, was ich an dieser Kamera so toll finde und warum ich sie mir gekauft habe. Dann Thema Technik. In der Kamera steckt meines Erachtens mehr Technik und mehr Equipment, Software-Equipment, sage ich einfach mal, als in meiner Canon R5. Und das finde ich schon extrem, bin ich schon extrem von begeistert. Zum Beispiel kann ich in dieser Kamera eine Fokusreihe aufnehmen. Also ich fokussiere normalerweise mit meiner Canon R5, wenn ich eine Landschaft fotografiere oder ich sage jetzt mal, ich bin in einer Firma und fotografiere eine Betriebshalle von innen, eine Produktionsschiene, dann möchte ich ja alle Geräte, die dort in dieser Produktionsschiene stehen, möchte ich scharf haben. Ich möchte aber keine Beugungsunschärfe haben, wenn ich jetzt zum Beispiel die Blende zumache auf Blende 11 oder sowas, ne, dann habe ich Beugungsunschärfe, gerade auf den großen Sensoren mit hoher Megapixelzahl kommen diese Beugungsunschärfen, die das Objektiv verursacht, viel schneller zu tragen. Und da fotografiere ich meistens mit so einer 5-6er Blende. Ich gucke dann immer, welches Objektiv ich verwende und in welchem Bereich das optimal scharf ist, also in welcher Blendenbereich, in welcher Zoom-Einstellung. Und dann fotografiere ich verschiedene Fokuspunkte an. Dann nehmen wir an, da stehen 5 Maschinen in der Werkhalle verteilt, alle nach hinten laufend. Und dann fokussiere ich als erstes auf die vordere Maschine, dann fokussiere ich auf die nächste, dann fokussiere ich auf die nächste und habe dann verschiedene Fokusebenen. Die nehme ich mir dann in Photoshop rein und baue diese Fokusebenen zusammen, sodass ich dann hinterher ein durchgängig scharfes Bild habe. Das macht die Kamera mehr oder weniger automatisch. Ich kann hier ein Focus-Bracketing schießen und kann die Aufnahmen dann hinterher entweder einzeln verwenden oder zusammengerechnet direkt verwenden. Also wirklich sehr, sehr gut. Gerade so für Landschaftsfotografen perfekt. Ja, Digga, jetzt hast du aber hier... Oh, jetzt sage ich Digga. Christian... Ja, Christian, jetzt hast du aber dieses schlechte Objektiv drauf. Ja, es ist wahr, dieses Objektiv, das 1680 hat keinen guten Ruf im Internet. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber zum Beispiel im Vergleich zu meinem Sony Zeiss 1670 habe ich relativ wenig Unterschiede gemerkt. Die Kamera löst höher auf, das Objektiv schafft die komplette Auflösung der Kamera nicht. Laut Fuji in der Mitte ja, an den Rändern dann aber nicht. Habe ich mir aber dann so gelöst und so mache ich das eigentlich immer, wenn ich zum Beispiel Landschaftsbilder mache und möchte nicht mit einem Foto ein Bild machen, sondern möchte die maximale Qualität haben, liegt daran, dass meine Weitwinkelobjektive alle Zoom-Objektive sind. Das bedeutet, ich muss mein Weitwinkelobjektiv, mit dem ich normalerweise Landschaften fotografiere, das 1530 von Tamron, das ist prinzipiell schon fast bis in alle Ecken scharf, aber ein Objektiv ist baulich und physikalisch bedingt in der Mitte einfach am schärfsten. Also, was ist denn der logische Schluss, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Objektiv, was in der Mitte scharf abbildet und an den Rändern nicht so scharf. Ich möchte aber gerne quasi meine, keine Ahnung, 24 mm oder 20 mm Bild, möchte ich aber gerne komplett scharf haben. Also, was mache ich? Ich mache ein Panorama. Und Panorama machen geht mit diesen Kameras mega easy. Früher musste man wirklich mit langen Belichtungszeiten arbeiten. Die Panorama-Stacking-Programme waren nicht so gut.
Und man muss dann wirklich mit einem Nodalpunktadapter, also die Kamera auf so einen Adapter bauen und dann Stück für Stück verschieben. Das müsst ihr ja heute nicht mehr mit dieser Kamera. Dann könnt ihr wirklich aus freier Hand, gerade wenn ihr Landschaftsfotografen haben meistens ein Stativ dabei, die können es natürlich noch viel einfacher machen. Die machen einfach, keine Ahnung, 4 Aufnahmen, 5 Aufnahmen, 6 Aufnahmen, je nachdem, wie ihr das Bild haben wollt, je nachdem, wie viel Arbeit ihr reinstecken wollt. Verrechnet diese Bilder zueinander. Ihr habt einmal eine viel größere Bilddatei und ihr habt den Vorteil, ihr verschiebt ja den optimalen Schärfepunkt eines Objektives, verschiebt ihr ja. Das bedeutet, ihr fokussiert einmal in die Mitte, dann fokussiert ihr einmal auf den rechten Rand, fotografiert den rechten Rand und fotografiert den linken Rand. Und was habt ihr? Ihr habt eine durchgängige optimale Schärfe von Rand zu Rand, wenn ihr hinterher das Bild rausrechnet und den nicht so guten Randbereich einfach abschneidet. Habt ihr dann trotzdem 3 Aufnahmen mit der optimalen Bildmitte vom Objektiv und schwuppdiwupp habt ihr ein super durchgängig scharfes Bild. Dazu mache ich nochmal ein Video, weil es machen extrem wenige. Leute, die Panoramas machen, wissen das natürlich. Aber es gibt viele Leute, die sagen, das Objektiv ist nicht für Landschaftsfotos geeignet. Eben drum. Ja, aber wenn ich ein schönes Landschaftsbild mache, dann investiere ich dort auch ein bisschen Zeit rein. Wahrscheinlich muss ich ein Fokus-Stacking machen und dann kann ich gleich auch nochmal ein Panorama-Stacking machen und kann mir diese Fokusreihe hinterher als Panoramareihe zusammenrechnen. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber hey, es ist doch dann irgendwie auch euer Hobby und ihr freut euch doch auch, wenn ihr dann ein geniales Bild rausbekommt. Klar, der Reiz ist da, mit einem Bild eine super Aufnahme zu machen, also mit einem Schuss eine super Aufnahme zu machen. Aber ganz ehrlich, mit dem Objektiv könnt ihr auch bei 16 mm tolle Landschaftsaufnahmen machen. Ich würde halt den Fokus dann eher in die Mitte setzen, anstelle auf den Rand. Aber ganz ehrlich, zu dieser Schärfe-Randproblematik mit dem Objektiv kommen wir nochmal. Ich finde, das Objektiv liefert für meine Verhältnisse, für das, was ich jetzt in dieser Woche testen konnte. Und wie gesagt, diese Videos wird es später geben, einfach weil ich das ganze System nochmal testen möchte. Aber das Objektiv liefert für mich im Moment top ab. Kommen wir nochmal zu Herstellern, Fremdherstellern von Objektiven und Adaptern. Ich habe noch den Wildrox-Adapter mir bestellt, den werde ich jetzt auch nochmal testen für Canon-Linsen. Bin ich einfach mal gespannt, was der bringt und ob ich dann vielleicht die ein oder andere Canon-Linse auf dieser Optik verwenden kann. Ich habe auch noch ein paar Canon APS-C-Linsen. Mal gucken, vielleicht kann ich die ja auch auf der Kamera weiterverwenden oder ich verkaufe sie jetzt endlich mal. Und ich bin total happy, dass ich jetzt wieder Fremdhersteller-Objektive für mein Kamerasystem bekomme. Fuji hat sein System geöffnet, seinen Mount geöffnet. Es gibt verschiedene Wildrox-Objektive zum Beispiel für die Fuji. Es gibt verschiedene Sigma-Objektive für die Fuji. Ich meine, es gibt sogar ein Tamron-Objektiv, ich glaube ein 18-300. Sehr interessante Brennweite, gerade so für einen Urlaub dabei zu haben. Und ich glaube, es gibt mittlerweile sogar andere Objektive von Tamron für Fuji. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Hersteller mit verschiedenen Objektiven für das Fuji-System. Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht so groß damit beschäftigt. Ich habe geguckt, was es von Fuji im Moment gibt. Und ich bin jetzt erstmal so auf der Suche nach einem 23 mm und eventuell nochmal einem 35 mm oder einem 50 mm. Schauen wir mal, was da kommt. Ich erstmal in das System reinkommen und dann überlegen, was man sich für dieses System kauft. Und wie gesagt, ich habe ja für mein Canon R-System eigentlich durchgängig alle notwendigen Objektive. Deswegen ist bei der Kamera jetzt erstmal nicht so wichtig. Was ärgert mich so ein bisschen an der Kamera? Ja, es gibt auch 2, 3 Sachen, wo ich mir sage, hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Einmal das hier. Ich hoffe, ihr hört es. Das ist der Halter für den Schultergurt. Und ja, ich hatte bei meiner X100V genau denselben Halter und es hat genauso geklappert und es hat mich damals auch tierisch genervt. Und auch als ich einen Schultergurt drinne habe, war es nicht mehr ganz so schlimm, aber es hat immer noch genervt. Immer dieses Klappern. Es hat so ein bisschen Retro-Charme, weil früher hatte man das genauso an den Kameras. Aber da hätte ich mir doch von Fuji ehrlich gesagt irgendwas anderes erhofft, erwartet, erträumt, dass sie es vielleicht ändern. Vor allem auch, weil ich ja ganz gerne diese Anchor-Mounts nutze, um den Peak-Design-Gurt hier reinzuhängen. Zu diesem ganzen Peak-Design-Thema mache ich vielleicht auch nochmal ein Video, weil ich das wirklich gut finde. Diese alten Anchors passen hier gerade so durch. Die neuen, die sind ein bisschen dicker, passen da leider gar nicht mehr rein. Und ich habe irgendwie Angst, wenn meine Anchors mal aufgebraucht sind, also wenn die irgendwann nicht mehr schön aussehen oder ich denen nicht mehr vertraue, dass ich dann irgendwann hierfür keine Haken mehr habe und ich dann diese Teile nutzen muss, um die dickeren Anchors hier reinzuhängen. Ja, Luxusprobleme, ich weiß. Aber
Das ist wirklich etwas, was mich so ein bisschen nervt. Dann zu dem Display. Ich bin total begeistert von dem Display, weil ich ja schon ganz oft gesagt habe, ich fotografiere am liebsten so, das Display hier nach oben rausklappen, nicht zur Seite. Und Fuji ist noch hingegangen und hat dem Ganzen nochmal diese Möglichkeit spendiert, dass man quasi das Display nochmal, wenn man im Hochkant Fotos macht, also vielleicht auch Landschaftsaufnahmen, ne, Panoramas, dass man sich nicht dahinter knien muss, sondern dass man auch von oben wunderbar auf das Display drauf gucken kann. Jetzt aber meine Frage an Fuji: Warum habt ihr denn das Display nicht, wie Sony es gemacht hat, unten gelagert, dass sie es unten aufklappt, also dass quasi hier unten hochzuklappen ist? Und dann hättet ihr es nämlich auch noch nach vorne drehen können. Mit der Kamera will ich jetzt nicht unbedingt Selfies machen und ich möchte mich mit der Kamera auch wahrscheinlich jetzt nicht so oft filmen. Dafür habe ich ja zum Beispiel meine Sony Kompaktkamera, mit der ich eigentlich meine ganzen Videos draußen drehe. Aber es wäre einfach schön gewesen, diese Möglichkeit zu haben, das Display rumzudrehen und sich selbst irgendwie fotografieren oder filmen zu können. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Ich finde es sehr gut, dass man es trotzdem hochklappen kann. Und ich sag mal, für meine fotografischen Anwendungen ist dieses Display super. Und ich freue mich wirklich, dass ich so Bilder machen kann. Ich liebe es, so die Kamera in der Hand zu halten und zu fotografieren. Viel besser, als wenn das Display hier ist und dann ist die Kamera irgendwie egal. Ich bin schon oft genug drauf eingegangen. Einfach mal meine letzten Videos angucken. Ich glaube, in jedem Video sage ich, wie sehr ich diese Displays mag. Was ich noch richtig gut finde, ist zum Beispiel auch der doppelte SD-Karten-Slot. Und dass ich auch trennen kann, auf die eine SD-Karte speichere ich mir zum Beispiel meine JPEGs, auf die andere SD-Karte speichere ich mir die RAWs zur Sicherheit. Dann gucke ich die JPEGs einmal durch, wenn mir die alle gefallen und wenn ich die alle so benutzen will, wie ich sie dort habe, schmeiße ich die RAWs einfach weg, speichere eine Menge Speicherplatz, könnt ihr das so sparen und ihr seid einfach im Workflow schneller, weil ihr erstmal nur die JPEGs anguckt und wenn die in Ordnung seid, könnt ihr die RAW-Dateien eigentlich löschen. Wenn ihr dann noch ein Bild habt, was ihr dann gerne nochmal vielleicht eventuell später nochmal bearbeiten wollt, klar, könnt ihr das RAW nochmal zusätzlich dann abspeichern, aber dann müsst ihr euch nur noch dieses eine RAW raussuchen oder die, keine Ahnung, 10 RAWs, was dann durch das der Dateiname ja derselbe ist, sehr, sehr schnell funktioniert. Noch etwas, was ich noch sehr mag, ist hier oben diese Einstellräder, dieses analoge Einstellen der Kamera. Es ist perfekt und es passt einfach genau zu meinem Workflow. Es lässt sich jetzt Gott sei Dank in letzter Zeit gut testen können. Auch bei Minusgraden, bei minus 10 Grad lassen sich die Regler sehr gut mit Handschuhen bedienen. Ich muss den Handschuh nicht ausziehen, ich kann die ganze Kamera sogar mit Fäustlingen bedienen. Ist wirklich sehr, sehr angenehm. Kann ich jetzt zum Beispiel meine Canon R5, kann ich nicht so unbedingt gut mit dem Fäustling bedienen. Mit der Kamera kein Thema. Den Auslöser, das ist auch eine negative Sache, die ich noch habe an der Kamera. Der Auslöser ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich bin es gewohnt, dass man, sobald man den Auslöser anfasst und ein bisschen runterdrückt, dann hat man vor, dann kann man vorfokussieren. Die Kamera macht das nicht, sondern dann müsst ihr den Auslöser einen Ticken weiter runterdrücken. Das ist dann quasi eine Rasterung tiefer. Vorher macht die einfach nichts. Und erst wenn ihr dann ein Bild machen wollt, müsst ihr durchdrücken. Man kann es leider nicht hören. Also andrücken, passiert nichts. Erste Rasterung, zweite Rasterung. Man hört es, glaube ich, einfach nicht, selbst in dem Mikrofon nicht. Das war gewöhnungsbedürftig und ich habe am Anfang wirklich gedacht, warum fokussierst du nicht? Weil ich angedrückt habe und es passierte nichts und dann muss ich einen Ticken weiter drücken. Aber der nächste Druckpunkt ist da nicht mehr weit. Also es ist ein bisschen, da hätte ich mir echt auch ein bisschen anderen Druckpunkt gewünscht. Mit dem Aufsatz hier, ich habe ja hier so ein Retro-Kupfer-Holzaufsatz drauf, auf dem Auslöser, geht es einen Ticken besser. Da findet man den ein bisschen eher. Also würde ich euch empfehlen, da gibt es auch ein bisschen preiswerter aus Kunststoff, aus rotem Kunststoff, grünem Kunststoff. Je nachdem, was ihr da bevorzugt, könnt ihr euch da so ein Ding drauf machen, ist ein Ticken einfacher. Ja, das war so ein bisschen meine Zusammenfassung zu dieser Kamera. Teste wie Bildqualität und sowas gibt es für meine Verhältnisse dann etwas später, weil ich die Kamera einfach noch nicht perfekt getestet habe. Vom Handling, ich bin mega begeistert, die Video-Features sind super, der Bildstabilisator ist top. Die Kamera an sich ist wirklich gut, sie lässt sich gut bedienen, sie lässt sich sehr schnell bedienen. Ich bin innerhalb von wenigen Stunden bin ich wirklich komplett in die Kamera reingekommen. Gut, klar, ich komme von der X100V, aber ich konnte diese Kamera auch mit den Zusatzfeatures, die die Kamera der X100V vorweg hat, bin ich sehr, sehr schnell in das System reingekommen und konnte sehr schnell die Kamera bedienen. Einfach total toll gemacht, Fuji. Ich bin jetzt nicht der große Fuji-Fanboy,
Aber ich finde einfach diese Kamera, dieses Kamerasystem genial durchdacht. Autofokus ist super. Ich habe fast keinen Ausschuss gehabt. Und eine wunderschöne Kamera. Ich finde, sie ist super gut, super durchdacht. Fuji hat nicht gespart und hat uns wirklich eine tolle Kamera hier gebaut. Und ich finde, es ist gefühlt die beste APS-C-Kamera, die ich seit langem in der Hand hatte. Und ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit mit der Kamera. Jetzt ist bald Weihnachten. Dann kann ich mit der Kamera ein bisschen spielen und sie ein bisschen besser kennenlernen. Viele, viele Bilder von der Familie machen und genau dafür ist die Kamera ja primär da. Natürlich auch Videos von mir machen und vielleicht auch ein paar Videos hinterher aufnehmen von mir, vielleicht sogar auch mal zum Kunden mitnehmen oder als Drittkamera zu einer Hochzeit. Ich weiß noch nicht, wie weit ich diese Kamera einsetzen werde. Ich weiß nur, dass ich sie sehr viel benutzen werde. Was vielleicht auch noch ganz kurz zu erwähnen ist, man kennt ja dieses Adapterproblem und viele bemängeln, dass es keinen Kopfhöreranschluss gibt. Und ja, den gibt es ja nicht. Es gibt ja nur einen Mikrofonanschluss für normale Mikrofone, Klinke. Und einen Kopfhöreranschluss gibt es nicht, aber er wird mitgeliefert, nämlich als USB-Variante. Und das verschweigen viele. Der USB-Adapter ist bei dieser Kamera dabei. Und ich habe schon viele Kameras gehabt, bei denen ich keinen USB-Adapter hatte oder keinen nachgekauft gekriegt habe für ein Mikrofon. Noch nicht mal vom Kopfhörer. Und wer hier wirklich einen Kopfhörer anschließen möchte und mit der Kamera richtig filmen möchte, der kann wunderbar diesen USB-Adapter nutzen. Ich finde es klasse, dass Fuji den zum Beispiel auch mit dazu packt. Und es zeigt mir einfach, dass Fuji so ein rundum glücklich Paket mit dieser Kamera bauen wollte und es meines Erachtens auch geschafft hat. Zu weiteren Details zu dieser Kamera werde ich in späteren Videos eingehen. Ich werde ein Video machen zu den Filmsimulationen, ich werde ein Video zur Bedienung machen und ich werde auch noch ein Video zu einem Objektiv machen. Bitte gebt mir da aber ein bisschen Zeit. Es werden weitere andere Videos erstmal von mir online kommen. Einfach um die Kamera besser kennenzulernen, um euch eine perfekte Aussage liefern zu können. Ich möchte jetzt nicht so eine Wischiwaschi-Aussage machen. Um diese Aussage dann von mir zu hören, abonniert doch bitte meinen Kanal, folgt mir, aktiviere die Glocke, dann wirst du über weitere Videos von mir informiert. Und ich freue mich, dass du dabei geblieben bist bis zum Schluss. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Und ich kann einfach nur raten, wer noch keine Fuji ausprobiert hat, leiht euch mal eine. Es macht irre Spaß, weil es irgendwie ein komplett anderes Fotografieren mit einem doch etwas anderen Kamerasystem ist. Bis dahin, ich freue mich auf euch, wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Bis bald.